Valar Morghulis, meine lieben Freunde, hier ist euer Gaius Julius Caesar zur Folgenbesprechung von Folge 4, die letzten der Starks von Game of Thrones. Und ich bin wieder einmal nicht alleine hier, ich habe an meiner Seite mir wieder Game Allianz geholt. Grüß dich. Hallo, und natürlich gilt wie immer Spoilerwarnung, falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt. Wie immer, aber ich gehe davon aus, mittlerweile habt ihr das Prinzip verstanden. Und gleich zu Beginn muss ich sagen, dass die Folge 4 von Staffel 8, das war schon wieder für mich eine richtige Game of Thrones Folge. Die Folge hat mir wieder richtig Spaß gemacht und ich bin wieder richtig eingetaucht und es gab für mich wieder einige Überraschungen. Und die wichtigsten Dinge wollen wir jetzt ein bisschen besprechen, ein bisschen genauer analysieren, ins Detail gehen, vielleicht auch noch ein paar Sachen ansprechen, die ihr nicht direkt wisst. Schauen wir einfach mal, wo das Ganze hinführt, und am Ende natürlich wieder einige Theorien, wie das Ganze enden könnte, wollen wir beide spinnen. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit dem Einspieler am Anfang. Ist dir aufgefallen, welche Änderungen es da gab, Game Allianz? Dem Einspieler, die Anfangssequenz am Anfang. Also erstmal hat sich das Eis natürlich logischerweise nicht mehr bewegt. Ist klar, dass das war. Genau. In Winterfell waren manche Sachen total kaputt. Genau, vor allem die Innenhallen waren sehr zerstört. Oh, ja. Das habe ich stark gesehen. Ich war mir nicht sicher, waren auch die Mauern zerstört von außen? Ja, das hat man auch aber nicht so gut gesehen. Nicht so stark, oder? Aber also, vor allem, wenn man dann reinging, die Kamera, hat man richtig gesehen, der Rittersaal in Winterfell, der war richtig kaputt und kaputt zerstört. Und ich, bei der Krypta hat man jetzt nichts gesehen. Genau, aber da hat man auf jeden Fall einen Unterschied gemerkt. Und ja, und Königsmund auch, war wie immer. Und auch diese Ringe, die um die Sonne waren, die waren auch wieder anders. Da hat man zum Beispiel einen Wolf gesehen, also das Symbol von Haus Stark, der von einem Löwen gehängt wird. Oh, wirklich? Ob das was zu bedeuten hat? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, von Haus Stark, das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Okay, aber beginnen wir dann mal mit der Folge an sich. Begonnen wird, finde ich auch sehr passend, mit der Bestattung der Toten. Die werden alle aufgebahrt vor der Burg und es waren ja wirklich Tausende von Toten. Dafür fand ich ein bisschen wenig Scheiterhaufen, also dafür, wie viele Leichen denen entgegengestürmt. Naja, man muss ja sagen, das wurde ja doppelt gestapelt oder mehrfach gestapelt, alles übereinander und... Ja, ich weiß nicht, ob dazwischen noch Leichen lagen. Ich glaube schon. Die wichtigsten Leichen hat man nochmal alle gesehen, man hat auch nochmal gesehen, wie die Charaktere jeweils davon Abschied nehmen, zum Beispiel Daenerys von Jorah nochmal sehr emotional ergreifend. Oder auch andere, die respektvoll schauen, wie Jon zu Lyanna Mormont, der die Kleine natürlich auch bestimmt in sein Herz geschlossen hatte, an dem Tag, an dem er sie kennengelernt hat und um ihre Männer gebeten hatte. Und natürlich, das war nochmal ein schöner Abschied. An dem Tag, wo sie ihn vor den Lords verteidigt hat auch. Genau, wo sie auch dafür gesorgt hat, dass er eigentlich König des Nordens wurde. Da hat sie auch mit dafür gesorgt. Das war alles nochmal ein sehr schöner Abschluss, weil, das ist auch ganz wichtig und das hat jetzt, finde ich, diese Folge gut gemacht, man kann jetzt nicht einfach feiern, dann direkt, dass man überlebt hat, dass man den Nachtkönig getötet hat. Das wäre nicht passend, wenn Zehntausende gestorben sind. Deswegen ist es vollkommen richtig, dass man jetzt erst nochmal trauert, dass man das mit aufnimmt und dann erst... wenn einige Stunden vorbei sind, die Trauer so ein bisschen abgeschwächt ist, dass man dann doch so langsam übergeht, jetzt nicht zu einer total wilden Feier, aber doch zu einer Feier, weil es muss einfach auch gefeiert werden. Man hat es verdammt nochmal geschafft. Man hat den großen Feind besiegt, man hat die Weißen Wanderer besiegt, den Nachtkönig getötet und diejenigen, die noch da sind, die haben überlebt und deswegen feiern dann alle im Rittersaal von Winterfell. Was mir gleich mal aufgefallen ist, von den ganzen Leuten, die dort gekämpft haben, hat man bei nur sehr wenigen die Verletzungen vom Kampf gesehen. Ich meine, Jorah hatte zum Beispiel auf seiner Rüstung überhaupt keine Stichwunden mehr. Jon hatte nur eine kleine Schorfwunde im Gesicht. Arya hatte ein blaues Auge. Also kann sein, dass sie sich zwischendrin natürlich gesäubert haben, aber das... Die Frage ist natürlich auch, wie viel Zeit ist vergangen? War es wirklich nur ein Tag, wie man vielleicht denkt? Oder waren vielleicht doch ein paar Tage dazwischen? Ja, natürlich, innerhalb von einem Tag kannst du nicht so viele Leichen aufbauen. Genau, und man kann auch nicht so schnell trauern und alles. Also ich glaube auch, da ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, um auch wieder alles ein bisschen herzurichten in Winterfell. Ich meine, ja, wenn man sich erinnert, Ende von Folge 3, da waren ja Leichenberge in Winterfell und alles war zerstört. Und allein schon an der Mauer. Ja, genau, allein schon an der Mauer. Also da ist auf jeden Fall, denke ich, auch ein bisschen Zeit vergangen bis zur Szene, wo man dann alle jetzt langsam feiern sieht.
im Rittersaal. Und ja, das sind einige Sachen, die man ganz gut herausnehmen kann. Interessant ist, dass John in der Mitte sitzt, wie es glaube ich bisher auch war. Da hat sich nichts verändert. Also sowohl Sansa als auch Daenerys sitzen zu seiner linken und rechten Seite jeweils. Und Daenerys, die eigentliche Königin, der Rest weiß ja noch nichts von Johns Herkunft, sitzt nicht in der Mitte. Das ist auch schon mal ganz symbolhaft, wie ich finde. Also hier ist er schon der offizielle Lord von Winterfell und da sitzt er dann ganz klar in der Mitte und es wirkt auch so ein bisschen wie, ja, der heimliche König, finde ich. Also sieht schon so Ja, aus, so ein bisschen. finde Aber ich auch. das wird sich in der Folge noch ein bisschen weiterentwickeln. Da kommen wir dann sicherlich später an den passenden Punkten noch drauf zu sprechen. Was ich sehr schön finde, wir sehen auch, also wir sehen natürlich die ganzen Charaktere, die alle beieinander sitzen. Und wir sehen auch wieder Gendry, der kurz beim Bluthund sitzt und fragt, wo ist Arya? Denn Arya ist, wie schon ihr Charakter eigentlich in Staffel 1, nicht bei so einem Fest gerne dabei. Sie ist einfach nicht mehr der Mensch, ja, fürs Feiern oder für diese ladyhaften Anlässe, sage ich jetzt mal. Sie ist Vor nämlich allem gar nicht in nicht dem Rittersaal. vor allem nicht für solche Menschenmassen, sagt ja auch der Bluthund später. Genau. Also da ist sie ähnlich wie der Bluthund so ein bisschen drauf. Ich Und hasse Gen, ja. Menschenmassen. Ich hasse Menschenmassen. Genau. Und Gendry möchte aber natürlich Arya wiedersehen. Das ist auch vollkommen verständlich. Er hat sich total in sie verliebt. Und Und wird ne, und er hat ja auch ordentlich was mitzuteilen, weil er ja von Danny vorher noch zum Lord von Stormcup gemacht wird. ja, zu der Szene wollte ich jetzt nämlich genau kommen und die ein bisschen Ja. hervorheben. Er wird aufgehalten, er kommt nicht weg aus der Ritterhalle, denn Danny lässt ihn kurz vortreten und am Anfang wirkt es ein bisschen, als will sie ihn ihr irgendwie beschuldigen, sagt ja, sein Vater hat ja ihre ganze Familie getötet, hat ihren Thronanspruch da geraubt und Gendry schluckt erstmal und das wird auf jeden Fall sehr schön dramaturgisch so ein bisschen gemacht. Natürlich wissen wir, glaube ich, alle, also ich glaube, jeder wusste, dass jetzt Daenerys hier nicht gegen Gendry vorgehen wird, weil der hat tapfer mit allen anderen an der Seite gekämpft. Und Daenerys hat es aber ganz schön gelöst und hat ihn eben zum neuen Lord der Sturmlande und von Sturmcup ernannt. Ein ehemaliger Bastard, den sie jetzt offiziell anerkannt hat. Denn das ist tatsächlich möglich. Ein König kann offiziell Bastarde legitimieren. Das haben wir auch schon in der Serie gesehen. Ich glaube, bei war es nicht so bei Roose Bolton und Ramsay Bolton, dass Roose Bolton vom König selbst da was hatte? Roose Bolton hat Ramsay anerkannt, weil, naja, er ist halt sein Vater. Ich Der weiß. Ich habe auch kurz kann ihn überlegt, dazu aber nicht. hatte der nicht trotzdem dafür, ja, ich sage jetzt mal mehr oder weniger beantragt vom Das kann König, sein, aber dass er da was bekam, ich glaube, offizielles das sieht Dokument? man Ich glaube, der nicht. hatte da irgendwas. Oder ich dachte es wenigstens. Auf jeden Fall, hier erkennt Daenerys Gendry an. Und wir hören auch kurz mal, dass Gendry ein Wasser ist. Und wer jetzt sich fragt, wo dann Gendry geboren wurde, wenn er ein Wasser ist, ich habe jetzt nochmal eine schöne Auflistung für euch, liebe Zuschauer. Hier seht ihr nochmal die ganzen Bastarde und wo sie geboren wurden. Also im Norden heißen sie Schnee, im grünen Tal Stein, in den Flusslanden Strom. In den Kronlanden nämlich Wasser. Das heißt, die Wasserbastarde sind nicht mit den Flusslanden zu verwechseln. Auf den Eiseninseln heißen sie sogar Pike, nach der Hauptstadt dort. In den Westlanden Hügel, in der Weite Blume, in den Sturmlanden tatsächlich Sturm und in Dorne Sand. Das heißt also, Das Gendry wusste wurde auch er. tatsächlich wahrscheinlich in der Hauptstadt geboren. Genau. Und genau, das war jetzt auf jeden Fall das. Fand ich sehr schön gemacht, dass Gendry auch noch hier einen Titel bekommt, dass er wirklich so Roberts Nachfolger wird. Und Daenerys macht das natürlich clever. Sie weiß genau, jetzt ist er ihr zur Loyalität verpflichtet. Und er ist, glaube ich, total beeindruckt davon. Ich glaube, er würde ihr jetzt viel leichter aus der Hand fressen, auch wenn sie irgendwas macht, was er vorher nicht so gut gefunden hätte, ist er jetzt einfach geblendet von diesem Titel, den er ihr verliehen hat. Ich meine, das war ein kleiner Gassenjunge, der, wie wir das schon vorher gehört haben, mal in früheren Staffeln mit Davos zusammen in Flohloch gelebt hat, einen Und Napf, Waffenschmied war. ja genau, bei dem Waffenschmied,
Ach stimmt, hat er überhaupt in Floloch gelebt? Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Ja, Fall. aber er war dort Genau, Waffenschmied er war dort eben. auf jeden Fall Waffenschmied. Er war immer arm dran, hatte nie, wahrscheinlich nie viel Geld, nie viel zu essen. Und jetzt ist er auf einmal ein Lord, angeblich. Natürlich muss erstmal im Süden alles erobert werden. Das. Ein Lord ohne Ein Land. Lord ohne Land, so ist es. Das steht da bevor. Was wir auch noch sehen, finde ich auch sehr cool gemacht. Wir sehen das Trickspiel, das Tyrion schon in Staffel 1 mit Jay und Bronn gemacht hatte. In dem Fall spielt es Tyrion mit Jaime und Brienne. Das ist Und zunächst einmal Potrick. sehr lustig. Und Podrick, genau, natürlich. Podrick darf nicht fehlen. Der ist mir auch richtig ans Herz gewachsen mittlerweile, der liebe Podrick Payne. Und ja, die stellen sich, wie man das so kennt, unterschiedlich, ja nicht Fragen, sondern sie sagen, sie behaupten etwas und wenn jemand, wenn das richtig ist, dann muss die Person trinken. Und über Brienne wird dann eben gesagt, sie hat schon mal mit Renly getanzt zum Beispiel, dann musste sie trinken. Und so ging das so ein bisschen hin und her, man hat immer mal wieder Ausschnitte gesehen. Allerdings, das war dann deutlich später, ich mache jetzt trotzdem schon mal einen kleinen Handlungssprung. Sagt dann irgendwann Tyrion über Brienne, du bist noch Jungfrau und das, also da hatte wohl Tyrion schon wirklich sehr viel getrunken, weil dass das pietätlos war und unpassend, das hätte wohl klar sein gedurft. Natürlich war sie sofort, ja, beleidigt, ich weiß nicht, ist das das richtige Wort, sie ist auf jeden Fall dann Ja, gegangen. einfach so ein bisschen beschämt, sag ich mal, weil Beschämt es ist halt das so richtige unpassend Wort. war. Genau, Jaime rennt hier hinterher, aber was dann passiert ist, das besprechen wir Und später. Tormund will sie vorher noch aufhalten. Genau, Tormund will sie vorher noch aufhalten, ist dann ganz enttäuscht. Aber Tormund bevor. hat mich bei der Feier auch richtig gefreut, dass der so in guter Feierlaune Genau, ist. Tormund war in richtiger Feierlaune, darauf wollte ich jetzt nämlich auch noch hinaus, denn bevor das mit Brienne passiert, lobt Tormund erstmal jeden über den Klee hinweg. Also er dankt Daenerys, lobt sie, natürlich Arya, die Heldin von Winterfell, ist der Hochleben, aber wen er vor allen anderen lobt und ohne Ende zuschüttet mit seinen Worten, das ist Jon. Er Ja, auch sagt, sonst. genau, also er sagt, er ist sogar von den Toten auferstanden und. Was für ein Mensch klettert auf einen Drachen, ein Verrückter oder ein König? Und hier wird das Wort König schon von Tormund in den Mund genommen. Also wir sehen hier wirklich jetzt schon Stück für Stück immer weiter, dass es sich zuspitzt mit Jon, aka Aegon. Und ja, Tormund lobt ihn und wir sehen direkt Daenerys Blick und Gesicht und wie es in ihrem Kopf rattert. Und ja, das einfach einen sehr starken inneren Konflikt in ihr auslöst, zu dem wir später auf jeden Fall noch kommen. Das fand ich schön gemacht, dass man da dann durch die Mimik allein schon von Daenerys und der wunderbaren Schauspielerin Emilia Clarke einfach sieht, ja, was sie davon hält und was in ihr vorgeht, ohne dass sie es mit jemandem bespricht. Wenigstens jetzt noch nicht. Und was ich auch noch sagen wollte. By the way, ist das nur mir aufgefallen oder hat Daenerys in der Folge insgesamt fünfmal das Outfit gewechselt? Da habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Das können ja mal die Zuschauer in die Kommentare schreiben. Was ich aber noch gar noch ganz wichtig sagen wollte, zu dem, was Tom und John ein bisschen wieder miteinander besprochen haben oder gesagt haben. Das hat mich auch. Also, weil Tormund hatte ja gesagt, dass er von den Toten sogar wieder auferstanden war und weitergekämpft hatte und sich davon hat nicht abbringen lassen. Das hat mich dann an Staffel 6 zurückerinnert, kurz nachdem eben John von Melisandre auferweckt wurde und eigentlich gar nichts mehr machen wollte. Er wollte für niemanden mehr kämpfen, er wollte einfach in den Süden, er wollte mit nichts mehr zu tun haben. Doch Davos hat ihn dann Wollte ins nach Gewissen Winterfell. gesprochen und Davos sagte, du, wenn's sein muss, wirst du immer wieder zurückgebracht und du schaffst so viel von der Scheiße weg, wie du nur kannst. Das Zitat fand ich einfach herrlich, das ist mir gleich wieder eingefallen. Also ich weiß nicht, ob es direkt diese Worte waren, aber so ungefähr. Und es hat einfach hier auch wieder sehr gut gepasst, dass Tormund eben auch wieder die Auferstehung von John erwähnt hat. Aber Entschuldigung, was hast du gesagt? Nee, das hatte sich nur darauf bezogen, weil eben, naja, John ist durch seinen Tod von der Nachtwache weggekommen, wollte eigentlich nur noch nach Süden und dann hat er gemerkt, ach ja, Winterfell gehört ja jetzt diesem Bastard Bolton. Da war ja Muss was. ich wohl erst mal zurückholen. Genau. So, aber jetzt kommen wir wieder dazu, was wir besprochen hatten mit Brienne und Jaime.
Da ist es so, dass Tormund wirklich sehr traurig ist und sich beim Bluthund ausheult eigentlich schon. Das war eine herrliche Szene, sehr lustig, muss ich sagen. Ich fand es echt gut. Das war ja ursprünglich nie im Drehbuch gestanden, dass Tormund auf Brienne steht. Das hat der Schauspieler für sich so entschieden. Also am Anfang nur so ganz leicht und dann haben sie es aber wahrscheinlich ins Drehbuch aufgenommen, immer stärker. Und jetzt haben wir sozusagen den Höhepunkt der armen Liebesmühe von Tormund gesehen. Also ich Das hätte ja finde ich gerne Tormund gesehen. Ja aber sowieso interessant, wie die Serie auch ihre eigenen Schauspieler so ein bisschen verkuppelt, weil zum Beispiel, wer sich noch daran erinnert, die Schauspieler von Myrcella und Tommen Lannister sind zum Beispiel auch im echten Leben ein Paar geworden. Und genauso der Schauspieler von Jon, Kit Harington, und die Schauspielerin Ygritte. von Ygritte. Genau, das ist richtig. Ja, das Das ist, finde ich ich schön, meine, dass die Serie so ihre Schauspieler so verbindet. wenn man so viel miteinander zu tun hat, so viel dreht, ist ja schön für die. Aber genau, schade jetzt für den Charakter Tormund, dass es nicht mit ihm und Brienne geklappt hat. Aber Briennes Herz war immer woanders und dazu kommen wir gleich noch. Vorher, Und ich glaube, ja. Sophie Turner und Maisie Williams, aka Sansa Stark und Arya Stark, haben sich auch ziemlich gut angefreundet über die Serie. Ja. Das auf jeden Fall, die waren von Anfang an Best Friends. Auch wenn die dann lange Zeit eigentlich nicht mehr miteinander gedreht haben, waren die durchgängig schon Freundinnen. Kein So, Wunder, wenn man Schwestern spielt. genau. Mittlerweile ist dann Gendry zu Arya gekommen. Arya, die feiert auf ihre Weise. Sie schießt weiterhin mit ihren Pfeilen auf Ziele und hat da wohl ihren Spaß dabei. Sie will vielleicht noch besser werden. Wer weiß, ob das noch wichtig wird. Gendry erzählt ihr eben überstolz davon, dass er der neue Lord der Sturmlande wird. Und er möchte unbedingt, dass sie seine Lady wird. Er geht auf die Knie und macht ihr einen Heiratsantrag. Und mir war vollkommen klar, wie Arya. Also, mir war klar, dass Arya Nein sagen wird. Nur die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, war, fand ich perfekt. Also, ich glaube, das ist die schönste Art und Weise, wie man jemanden mehr oder weniger einen Korb geben kann. Also, sie zeigt ihm seine Liebe, dass sie Zuneigung hat, sie küsst ihn und dann sagt sie aber genau den Satz, den ich dann vermutet hatte, sie ist keine Lady, das ist sie einfach nicht, das wird sie nie sein. Sie ist vielleicht da für Leidenschaft und so weiter, aber nie für die einfache Heirat und die Treue zwischen Mann und Frau und Lady und Lord. Das passt einfach nicht zu ihr. Und das hat man jetzt hier wieder sehr schön gemerkt. Natürlich sehr traurig für Gendry, aber wer weiß, ich meine, rein theoretisch sollten beide überleben, können die ja trotzdem eine Art Beziehung haben. Und Arya muss jetzt nicht unbedingt die feine Lady bleiben, sondern kann trotzdem umherziehen und, was weiß ich, Dämonen töten oder was auch immer sie in ihrer Freizeit so macht. So, Ja, macht aber. man ja gerne mal, dass man so den schlimmsten Dämon des ganzen Landes umbringt. Ja, wer weiß, die Krumpkins und Snarks nördlich der Mauer, die kann er dann einen kleinen Ausflug dorthin unternehmen. Aber so viel dazu, jetzt kommen wir endlich nochmal zu Jamie und Brienne, denn Jamie, der sucht Brienne auf und ja, möchte ihr Ist einfach vollkommen helfen. besoffen. Naja, vollkommen besoffen ist Jamie nicht, nee. Also er ist Naja, das betrunken, aber merkt man nicht so schon so ein schlimm. bisschen an seiner Sprache. Ja, man merkt, dass er schon Und betrunken ist und. so einen einfachen Anlauf hätte Jamie, glaube ich, nicht gewählt. Ja, das ist gut möglich. Auf jeden Fall, Brienne hat auch schon ein bisschen was getrunken und Jamie sorgt dafür, dass sie noch mehr trinkt. Und also ganz stumpf und ja, stumpf ist das richtige Wort. Vielleicht stumpf, sagt er, Was es ist tut ihm ihr zu da? warm hier. Sie hat das Feuer geschürt und dann zieht er sich aus und dann will er sich weiter ausziehen. Dann stellt er sich dumm an und jetzt zieht sie ihn aus und dann zieht er sie aus. Was tut ihr da? Ich ziehe euer Hemd aus. Was tut ihr da? Also es war lustig, es war jetzt keine richtige, ich weiß auch nicht, nicht direkt Liebe und Leidenschaft, sondern er Nein. hat sie getröstet, fand ich, und das war auch schön und Brienne war, glaube ich, in dem Moment sehr glücklich und ja, beide haben miteinander geschlafen, waren froh miteinander, haben sich, glaube ich, beides ein bisschen was Gutes getan, vor allem Brienne. Ja, in dem Moment waren, glaube ich, beide erstmal glücklich und das ist jetzt so, das ist so diese Dreier-Szene, die wir jetzt hier haben. Zwischen mehr oder weniger Paaren. Zuerst Gendry und Arya, dann Jaime und Brienne und als drittes jetzt kommt dann Daenerys und Jon. Auch die beiden reden noch in der Nacht miteinander und Jon ist, der ist betrunken. Der ist betrunkener Aber nur als ein Jaime. bisschen. Nur ein bisschen und man sieht es auf jeden Fall an seinem torkelnden Gang und Ich habe hohen Forst-Flashbacks. ja, auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr problematisches Gespräch und es zeigt schon. Oh ja.
Also, in dem, ich muss ja sagen, ich habe schon vorher ein bisschen an Daenerys gezweifelt. Und ich muss auch sagen, Daenerys war lange Zeit mein Lieblingscharakter. Und so langsam wankt das bei mir. Ich bin mir nicht mehr sicher. Sie war bei mir, also Platz 2 meiner Lieblingscharaktere. Platz 1 war immer noch und ist auch immer noch Tyrion, aber sie war Platz 2, weil ich fand sie einfach fantastisch in Essos. Und vielleicht hätte sie einfach in Essos bleiben müssen. Da hat sie ihre Aufgabe gehabt, die Sklaven zu befreien. Das hat sie gut gemacht. Sie hat auch einigermaßen gut geherrscht. Aber in Westeros gab es ein Problem nach dem anderen, Fehlentscheidungen, Probleme. Und da zeigt es sich, wenn es schief läuft, wie Daenerys reagiert. Und ihre Form des Reagierens ist eben nicht, weiß ich nicht, Gerechtigkeit, oder Zurückhaltung, sondern eher das Gegenteil. Sie wird dann immer mehr zum Drachen, wie es einst ihr Bruder sagte. Sie verwandelt sich Stück für Stück weg von einer besonnenen Herrscherin hin zu zu einem Drachen. Und das macht mir tatsächlich ein bisschen Angst. Sie sagt nämlich, also beide kommen sich wieder ein bisschen nahe. Sie sagt, dass sie immer noch Jon liebt und Jon mag eigentlich auch noch Daenerys. Sie küssen sich kurz. Für einen kurzen Moment vergessen sie alles, doch dann, ich glaube, als erstes denkt Jon wieder dran, das ist ja meine Tante, verdammt. Da gibt es noch was Unausgesprochenes zwischen uns. Und Daenerys denkt dann auch wieder dran und dann Verdammt, reden. das ist ja mein Neffe. Genau, verdammt, das ist ja mein Neffe. Und dann reden sie eben über die Politik. Und Daenerys sagt, das ist total schwierig jetzt mit deinem Thronanspruch. Hättest du es doch nie gesagt. Und Jon sagt, das ist mir egal, du bist meine Königin. Also er liebt sie, glaube ich, trotzdem immer noch. Ja, glaube ich auch. Auch wenn er sich Ich glaube zurückhält. auch Sie hat wirklich. ihn in seinem Bann so ein bisschen. Ja, also in der Beziehung ist Danny ganz klar die Dominante, aber Auf jeden Fall. also ich glaube aber, dass Jon wirklich die Wahrheit sagt und dass er wirklich nicht König werden Ja, will. also Jon Es will, war das ist. beim Norden was anderes, weil da wurde er genötigt und ich glaube kaum, also klar, wenn das mehr Leute wüssten, dass er Aegon Targaryen ist, Sechster seines Namens, Ja. dann würden ihn, glaube ich, auch extrem viele Leute nötigen, König zu sein, aber Ja, naja, es wird aber wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen. Aber vorher, jetzt sagt er eben noch zu Daenerys, er will nicht König sein. Und Daenerys sagt dann aber, ja, okay, aber dann darf es niemand erfahren. Weil, wie du sagst, sobald es genügend Leute wissen, dann ist ihr Thronanspruch weg. Der ist dann Geschichte, weil jeder weiß, dass natürlich die männliche Thronfolge eigentlich viel stärker ist yep. als eine weibliche in irgendeiner Form. Agnatisch-kognatisches Erbprinzip. So ist es. Und deswegen hätte Jon immer den stärkeren Anspruch und nichtsdestotrotz, abgesehen vom Thronanspruch, ist er einfach ganz im Ernst, auch wenn Daenerys einer meiner Lieblingscharakterinnen ist, er ist einfach der bessere König. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also Jon ist so der perfekte König gefühlt, denn jeder, Naja. der kein König sein möchte, ist ein guter König, wenn er Es auch sei noch denn, gerecht ist, wenn er ein guter Kämpfer ist. es sei denn, es geht um Taktik. Ja, gut, Taktik hat er nicht drauf. Dafür braucht er einen guten Berater. Also Taktik hat im Norden. Jon ist der schlechteste General, den ich kenne. Also, ja, tatsächlich, auch die Schlacht der Bastarde, da hat er ja gezeigt, wie impulsiv er ist und wie was für ein schlechter Stratege. Ja. Er ist ein Mann der Ehre, wie sein Vater, ein Mann der Gerechtigkeit, Sein des Ziehvater. Mitgefühls. Aber eben, ja, er ist kein guter Stratege, er ist nicht so aggressiv, nicht so stark. Wer weiß, ob das wieder ein bisschen dann Schwäche zeigt, aber trotzdem, ich finde, er ist trotzdem in einem Rundumpaket. Für eine Friedenszeit ist er der richtige König. Für die Eroberung des Throns ist Daenerys die richtige Thronanwärterin. Also das prallt so ein bisschen aufeinander. Perfekt wären beide zusammen, wobei das wird Richtig. später auch schon noch angesprochen. Das möchte ich jetzt aber nicht vorwegnehmen. Das ist auch Wir keifen schwierig. Aber dieses da möchte ich lange und später erst dazu bestimmte kommen, Problem tatsächlich. fest. Vorher nämlich erfahren wir ein paar Zahlen und ich muss sagen, die Zahlen haben mich stark überrascht. Es wird Mich nicht. am Schlachttisch gesagt, dass nur die Hälfte der Unbefleckten und die Hälfte der Nordmänner tot ist. Von den Dothraki wird gar kein Wort richtig Aber verloren. da werden alle von den Steinen, also fast alle von den Steinen weggenommen. Also Ja, da also sind. es haben auf jeden Fall Dothraki überlebt, das hören wir, es wird gesagt, die kommen mit, aber dass die Hälfte der Unbefleckten überlebt hat und die Hälfte der Nordmänner, also dann sind wir ja schon Und auf jeden Fall bei damit. 9000 Mann, die überlebt haben, wo wir jetzt, denke, Ja, sicher die. davon Und ausgehen können. die Hälfte mit den Nordmännern waren auch die Ritter der Weite gemeint. Die War das waren sicher? in dem Fall dazu gezählt, ja. Gut, dann sind wir vielleicht bei, weiß ich nicht, Tyrion hat ja gesagt, 12.000 oder dass. 11.000 plus halt noch ein paar Dothraki. Tyrion hat ja gesagt, das ist gefährlich ausgeglichen. Das heißt, wenn wir Sagt er weiter bei. das? Ja, sagt er. Also ich Okay. weiß nicht, ob es Tyrion war, aber irgendjemand sagt, dass es gefährlich Gefährlich ausgeglichen ausgeglichen ist. ist. Heißt,
wenn wir weiterhin von Cerseis, sagen wir mal, 30.000 ausgehen, Ja. dann müssten die ja auch ungefähr so viel haben, vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Wobei ich mich da noch frage, wo das aktuelle herkommt, weil wir haben es doch gerade runtergerechnet. Also unbefleckte Nordmänner und ich meine, die Ritter des Tals, das wussten wir auch ungefähr, haben vielleicht doch mehr Dothraki überlebt, als man gesehen hat. Vielleicht sind das so östlich, Kann man auch hat es nicht sein. mit der Kamera gesehen, noch viele, viel mehr geflohen. Das weiß man nicht. Oder Kann es gab noch auch. in der Burg Dothraki. Ja, das weiß man alles nicht. Aber Es ist ja haben auch auf nicht jeden Fall schlimm. mehr überlebt, als wir Ja, glaubten. es sind ja nur ein paar Zahlen und es haben mehr überlebt, als man dachte. Und jetzt werden auch schon ein paar Dinge angesprochen, die ich schon vorher in der Theorie sagte. Mögliche Verbündete, Asha mit den Eiseninseln und auch ein neuer Fürst von Dorne, der sich Daenerys ausgesprochen hat. Übrigens, kleiner Fun-Fact: Im Englischen heißt Asha Graufreud Jorah Greyjoy Ja, das weiß mit ich. Y. Jara. Ja, das ist ganz komisch, aber gut. Auf jeden Fall hätte Ja. man hier noch weitere Verbündete, aber was man bräuchte eigentlich, ist so ein bisschen Zeit. Ruhe, Ja. Besonnenheit, daran, an das Sansa denkt. Und da Und sieht man, das will welche Jamie gute nicht. Entwicklung Sansa mitgebracht hat. Mittlerweile ist Sansa ohne militärische Ausbildung eigentlich auch schon eine bessere Strategin als Daenerys und Und Jon. John. Ja, glaube ich auch. Sansa sagt, die Aber Truppen müssen sich ausruhen Sansa. und man hätte Zeit, dass noch mehr Truppen dazukommen. Aber Sansa hat auch, wenn du mich fragst, so ein bisschen was von militärischem Drill, wenn allein schon, wie sie da an dem Kartentisch Ja, steht, das strahlt so eine gewisse Autorität aus. absolut. Also gefühlt hat sie mehr Autorität als Daenerys in dem Moment. Sie ist auch größer, ne? Das kommt auch noch Ja, vielleicht sicher. dazu. Aber Auf jeden Fall. das liegt an der Schauspielerin. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Auf jeden Fall spitzt sich, was man schon vorher immer angedeutet hat, der Konflikt zwischen Sansa und Daenerys immer weiter zu. Sie feinden sich fast schon offen an und Daenerys ist ja eigentlich ihre Königin, rein offiziell, und sagt jetzt: Ich kam, um euch zu helfen, und ihr wollt mir nicht helfen. Und Sansa will halt wahrscheinlich weiter Ausflüchte machen, aber Jon, der Dany treu ergeben ist, sagt eben, wie wir es versprochen haben: Ich meine, er ist ein Mann, der sein Wort hält, werden wir dich unterstützen, und da gibt es keine Widerworte mehr. Und zack, da wird die ganze Armee des Nordens zugesichert, und der Norden marschiert nach Süden Und Sansa später. kann nichts dagegen tun. Sansa kann nichts dagegen tun. Sie versuchen aber etwas zu tun. Sansa und Arya. Arya ist auf Sansas Seite. Die wollen mit Jon reden und sagen ihr eben, dass sie Daenerys nicht vertrauen. Und Arya versteht zwar, wieso Jon damals das Knie gebeugt hat und es war notwendig für den Sieg im Norden, aber sie vertrauen trotzdem nicht Daenerys. Und ja, er ist so ein bisschen im Konflikt, Jon. Soll er es denen jetzt sagen oder nicht? Weil er hat zu Daenerys gesagt: Ich muss es wenigstens Arya und Sansa, das ist meine Familie, sagen. Ich muss es ihnen sagen. Und Daenerys sagte: Nein, sobald du Sansa sagst, haben wir ein Problem. Und letztendlich hat sie tatsächlich damit recht behalten. Ja, Jon, ja. ich habe mir in dem Moment auch nur gedacht, John, halt den Mund. Ja, das war echt. Also ganz im Wenn du Ernst, es Sansa erzählst, dann weiß es jeder. Genau, er lässt sie zwar schwören, dass sie es niemandem sagen. Und ich glaube, bei Arya ist so das Schweigen der Lämmer. Also, der kannst du alles sagen und die sagt nichts. Das ist der, glaube ich, auch vollkommen egal. Die findet es für sich Ja. interessant und das war's. Aber Sansa ist halt so die Politikerin schlechthin geworden, Ja. die sowas ausnutzen würde. Und man merkt schon Natürlich. später dann, nämlich nochmal in einem Gespräch mit Tyrion auf der Mauer, sie möchte das Versprechen einhalten, sie möchte nichts sagen, aber sie reden über Daenerys und sie merkt: Oh, Tyrion ist nicht zu 100% hinter Daenerys. Sie merkt die Zweifel in ihm, sie merkt, dass er sogar ein bisschen Furcht oder Angst vor ihr hat. Wir haben das schon gesehen mit den Tallys in Staffel 7, und da hat es auch Tyrion, glaube ich, zum ersten Mal richtig gesehen, dass Dany manchmal nicht so richtig kontrolliert werden kann, wenn es Probleme gibt, dass sie richtig zum Drachen werden kann, und das ist eine Gefahr. In dem Moment sagt Tyrion ja auch, dass wenn die beiden zusammen regieren könnten, dass Jon die negativen Impulse von Dany ausgleichen könnte. Und dann sagt Sansa ja, so wie ihr das mit ihr die letzten Jahre gemacht habt. Genau, Tyrion hat es auch nicht so richtig erfolgreich geschafft und Jon würde auch Oft, aber nicht immer. dominiert werden von Daenerys. Also, das ist auch, Kann also ich. ich habe auch oft überlegt, es wäre perfekt, die zwei als Herrscher. Das Problem ist, als einen Herrscher brauchst du jemanden, der absolut felsenfest immer sicher eine Meinung hat. Und wenn zwei eine Richtig. unterschiedliche Meinung haben, dann hast du ein Problem, vor allem in einem Krieg, wenn der eine das eine sagt, der andere das andere. Vor Wobei, allem jemanden, der nicht entscheidungsschwach ist. genau. Und das ist John ja eigentlich nicht. Eigentlich nicht, dann hätte man wirklich Konflikte. Das
Was aber das wieder entkräftet, ist ein Blick in die eigene Vergangenheit. Und zwar in der Römischen Republik gab es immer zwei Konsuln, die gegenseitig aufpassten, dass der eine nicht zu viel Macht bekam. Und das hat auch funktioniert, weil in den Kriegszeiten wurde ein Diktator ernannt. Oftmals, wenn es wirklich hart auf hart kam, der dann für 6 Monate die alleinige Befehlsgewalt hatte. Und ich finde, das wäre was, das könnte man übernehmen. In Friedenszeiten, da kommt man auf eine Lösung, da kann man auch mal diskutieren miteinander und dann käme man auf eine gute Lösung und könnte sich Problem. selbst ein bisschen regulieren. Und in Kriegszeiten könnte ja John, obwohl er auch jetzt nicht ein guter Taktiker ist, mehr oder weniger die Entscheidungsgewalt bekommen. Oder sie Naja, wechseln sich ab, keine Ahnung. ich glaube aber nicht, dass das System im Mittelalter, also wir haben ja ein Ja, mittelalterliches in der Setting, Römischen da macht das, glaube Republik ich, war es wohl besser so und viel Sinn. Und vor, zivilisierter es und war ja, ja. es ist ja auch vor allem eigentlich ein extremes Glück, dass keiner dieser Diktatoren seine Macht behalten hat, außer Cäsar. Das ist richtig. Aber genau, so viel dazu. Auf jeden Fall kann Sansa nicht dicht halten, weil sie sagt nämlich dann zu Tyrion, und was ist, wenn es jemanden gäbe, der besser geeignet ist als Daenerys? Und wir sehen es zwar nicht, aber im Nachhinein erfahren wir dann, dass tatsächlich Sansa Tyrion alles erzählt hat über Auch Johns wahre Herkunft. interessant, dass wir, also wir sehen ja zweimal, wie jemand, dreimal sogar, wie jemand in der Folge erfährt, dass Jon Aegon Targaryen ist, aber wir sehen es nie, wir sehen nie, wie diese Worte rübergebracht Richtig, werden. du hast recht. Ich muss sagen, beim ersten Mal war ich total enttäuscht. Ich dachte jetzt nochmal Jetzt so ein kommt cooler voll Moment, die. wo Bran zu den beiden sagt, ja, das ist Aegon Targaryen und so. Nein, die schneiden knallhart weg. Was sollte das? Und dann noch zwei weitere Male, einmal bei Tyrion und Sansa und bei Tyrion und Varys. Also ich würde es verstehen, wenn man es bei dreimal, zweimal wegschneidet. Aber einmal hätte ich es schon gern gesehen, muss ich sagen. Aber das war sehr Aber enttäuschend. eventuell wollte das einfach so einen Grat reinsetzen, so von wegen, das wissen wir ja, das müssen wir jetzt nicht noch mal extra hervorheben. Genau. Aber machen wir weiter mit einer sehr verrückten Szene, muss ich sagen, die mich echt ein bisschen vom Hocker gerissen hat. Und zwar, Jaime und Tyrion sitzen zusammen in, ich glaube, einer Gaststube, in einem Wirtshaus vor Winterfell. Und sie reden so ein bisschen miteinander. Jaime will im Norden bleiben bei Brienne, sagt er ihm. Und ja, sie reden so ein bisschen über Brienne. Und plötzlich aus dem Nichts geht die Tür auf. Und fucking Bronn kommt hinein mit dieser Armbrust. Und zwar mit der gezückten und geladenen Armbrust. Setzt sich auf den anderen Stuhl und will Tacheles mit den beiden reden. Die beiden denken natürlich, oh, der gute alte Bronn ist wieder da, soll er erstmal was trinken und hier Warum zu zielt er uns mit einer kommen. Armbrust auf uns? Wieso zielt er mit der Armbrust auf uns? Und Tyrion will halt, wie er halt so ist, mit ihm reden und so. Und Bronn sagt, wenn du noch einmal sagst, dann schlage ich dir in die Fresse. Ich habe noch nie einem Zwerg in die Fresse geschlagen, aber bei dir mache ich's. Und Tyrion redet weiter und er schlägt ihm knallhart ins Gesicht. Und Das war eine super lustige das war eine Szene. lustige Szene. Ich war aber auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Und Ja, da sieht man aber einfach mal das, also auch in dem Gespräch allgemein, weil Bronn sagt ja, ja, Cersei kann ihn bezahlen und wenn ich euch beide töte, sind ihre Gewinnchancen sehr viel höher. Und ja. dann spricht er ja sogar diese Vereinbarung, die er mal mit Tyrion gemacht hatte, das war in Die spricht aber Staffel Tyrion 1. an. Die spricht Tyrion Ja, an. stimmt, die spricht Tyrion Tyrion an und sagt, erinnerst dann du sagt dich an er, das, was ich dir einst gesagt hatte? ja, vor Und 7 Jahren Bronn oder vor erinnert sich 8. natürlich trotzdem, wenn dir jemand Egal, einen Sack egal. Geld anbietet, um mich zu töten, ich biete dir immer das Verdoppelst du Doppelte. es? Was ist wohl mehr wert als Schnellwasser? Rosengarten. Ja, und Tyrion, wie vom Blitz getroffen, sagt sofort Rosengarten. Und Ja, das stimmt halt das auch. ist tatsächlich die Burg, die in Staffel 7 Bronn wollte. Weil Bronn hatte zusammen mit Jaime damals Rosengarten erobert. Und hat nur einen Sack Gold bekommen, der arme Söldner. Und Ja. Bronn sagte, hey, die Burg ist doch frei geworden. Und Jaime dann, du willst nicht Rosengarten. Die ist schwierig im Unterhalt und das macht nur Probleme. Ja. Und jetzt müssen sie ihm die anbieten. Und Bronn dann. Aber die Szene zeigt einfach, dass Bronn letztendlich einfach ein Söldner Er ist ist, ein Söldner, er denkt nur an sich. der tut nur, ja, er denkt nur an sich, tut nur, was er fürs höchste Geld kriegt. Und Ja. also, Er hat er sogar glaubt. kurz links neben Jaime den Pfeil abgeschossen, um zu zeigen, dass er es ernst meint. Und da waren, glaube ich, da waren dann beiden wirklich klar, verdammt, er meint das ernst. Und aber krass, der kommt da rein
Und bedroht zwei Aus dem Nichts. mächtige Männer, der eine ist ein Kriegsheld, der andere ist die Hand der neuen Königin. Und der aus dem Nichts kommt rein, bedroht die und geht einfach wieder raus. Das fand ich ja am krassesten. Der sagt nicht mal, okay, jetzt bin ich auf eurer Seite, ihr habt mir Rosengarten versprochen, jetzt helfe ich euch. Er sagte zwar, er will Er jetzt nicht mehr lässt sich halt, kämpfen, aber er hätte ja als Berater dienen können, aber nein. er lässt sich halt alle, er lässt sich halt alle Er Eventualitäten lässt sich alle offen. Eventualitäten offen und geht einfach wieder knallhart weg. Vor allem, dass keine Sau den bemerkt hat. Erstens das und zweitens, der kann doch jetzt nicht mehr zu Cersei zurück mit nichts in der Hand. Werden wir ja sehen. Er will der. Eventuell wartet er jetzt einfach irgendwo Ich glaube auch, der und wartet irgendwo in einem wartet Versteck, ab, bis schaut, wie der die. Krieg ausgeht und je nachdem schließt er sich demjenigen an. Ja, genau. So ein richtiger Opportunist. So ein richtiger Opportunist, du hast recht. Also durchgängig sieht man an seinem Charakter den Opportunisten. Aber also, Von wer dem weiß, Moment an, vielleicht kommt ja noch von eine dem wichtige Moment Szene mit an. Bronn und dann zeigt Ja, er doch noch eine Charakteränderung. so eine Szene, wo er mit Cersei und Tyrion im selben Raum steht Und und er muss sich sich entscheiden entscheiden. muss, wen er jetzt Genau, tötet. sowas wäre jetzt noch, wäre noch krass. Aber ja, By wer the way, weiß. mal eine Frage an die Zuschauer. Wisst ihr, ob Brons Armbrust wirklich dieselbe ist, die Joffrey damals verwendet hat? Weil ich bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. Ich Weil ich glaube, meine, die, das die hatten schon Joffrey mal, verwendet wir hatten hat. da Ja, wir schon mal hatten drüber darüber schon gesprochen, mal. es hatten schon mal Ja. Zuschauer in den Kommentaren geschrieben. Ich glaube schon. Also ich glaube auch, dass es dieselbe ist. Aber ich meine, dass die von Joffrey damals größer war, Ja, die es gab aber Armbrust, die nämlich er noch mal hatte. eine andere oder vielleicht dieselbe Armbrust, Ich weiß es die nicht. dann später Deswegen. wichtig wurde. Ja, aber genau, schreibt das doch gerne noch mal in die Kommentare, liebe Zuschauer. So, genau, wir wollen aber weitermachen und zwar ja, Arya und der Bluthund reiten nach Süden. Also beide machen sich wieder auf, beide haben eine Mission und Einfach ich, so. ja, wir wissen beide, was ihre Mission ist. Einmal Clegane Bowl, wir werden es wohl doch noch erleben. Ich gebe die Hoffnungen nicht auf. Sandor Clegane gegen Gregor Clegane. Und Sandor Clegane hat auch, glaube ich, nicht mehr die Absicht danach zu leben. Er will ihn einfach nur töten und danach ist ihm alles egal. Und Arya hat ja auch noch ihre Liste mit Cersei, die sie abarbeiten will. Schauen wir mal, Da ist ob ja beide jetzt eigentlich erfolgreich nur, sein da werden. ist ja jetzt eigentlich nur noch Cersei drauf. Und theoretisch Ilyn Payne, aber da ist ja der Schauspieler tot. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ah, okay. Dann ist er nicht mehr Also Ilyn drauf. Payne sind beide tot. Okay. Ich weiß gar nicht, war jemals der Berg auf ihrer Liste? Ja, der Berg war nie auf ihrer Liste, aber der Sicher. Bluthund war mal drauf. Ja, das weiß ich mit dem Bluthund. Aber gut. Beide reiten in den Süden. Beide Ich glaube passen auch. einfach gut zueinander irgendwie. Die knallharte Hunde sozusagen. Und der Bluthund sagt Mhm. wieder, wenn ich hier wieder sterbe, würdest du mich dann wieder, also würdest du mich wieder zum Sterben zurücklassen? Und sie sagt ja. Und ich glaube, innerlich lacht der Bluthund und dem gefällt das, wie sie ist. Dem gefällt das. Da haben sich zwei gefunden. Genau. Später sehen wir dann, wie wieder die Flotte, wie sie es beschrieben haben, von Daenerys nach Drachenstein segelt. Tyrion und Varys reden in dem Schiff miteinander. Dann wissen es schon wieder mehrere Leute, dass Jon eben der wahre Thronanwärter ist. Sie Und reden darüber, dass es mehrere Leute wissen, ob und dabei wissen es mehrere Leute. Acht. ja, auf jeden Fall merkt man da wieder bei Varys, er ist der Diener des Volkes und er wechselt die Könige wie Die Unterhose. Unterhosen, ja. Es ist also. So sehr es schön ist, dass Varys dem Volk treu ergeben ist, so unschön fände ich es als König, ihn an meiner Seite zu haben, weil ich wüsste nie, okay, wann, wie es einst Daenerys sagte, man weiß nie bei ihm, wann tut er einem den Rücken zeigen, aber Daenerys sagte einst zu ihm in Drachenstein: Wenn du je denkst, ich wäre nicht gut zum Volk, dann sag es mir offen ins Gesicht, in die Augen und tu nicht hinter meinem Rücken gegen mich agieren und es macht Varys tatsächlich dieses Mal. Er sagt offen zu Daenerys, dass das kein guter Plan ist, den sie schmiedet mit dem Angriff auf Königsmund und so weiter. Das kommt dann, glaube ich, alles Sie will ja die später nochmal. Angestammten niederbrennen. Das kommt später alles nochmal genauer. Vorher kommt natürlich noch was ganz Wichtiges, aber ja, da zeigt auf jeden Fall Varys das offen an, aber er sieht keine Reaktion und dann denkt Varys, okay, jetzt muss ich es anders machen, innerlich. Aber ganz wichtig, vorher gibt es natürlich noch andere Sachen. Und zwar im Norden noch ganz wichtig zu sagen, Tormund möchte wieder mit dem freien Volk nördlich der Mauer gehen und dort wieder leben. Tormund ist enttäuscht, dass er hier keine Liebe gefunden hat. Mit Brienne fand ich sehr amüsant. Und tatsächlich verabschiedet sich Jon auch vom Schattenwolf und den lässt er mit Tormund wieder in den Norden gehen. Also schade, keine Vor allem, Schattenwolf-Action mehr.
Geist hat ja auch richtig gelitten, dem haben so ein Ohr abgerissen und ich glaube, der ist sogar jetzt auf einem. Ist der auf einem Auge blind? Das habe ich Das ist nicht mir so gar nicht ganz richtig gesehen. aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, muss ich es nochmal anschauen. Ja, dem wurde ein ganzes Ohr abgerissen. Okay, ja, Aber verrückt. Auf. ich hatte ja in der letzten Folgenbesprechung gesagt, dass mit den Schattenwölfen bei den Starks immer ein gewisser Teil ihrer Identität gestorben Ja, ist. aber er Jetzt, lebt wo noch. John. Er lebt noch, aber naja, bei Arya war es ja auch Nymeria, die verschwunden ist. Bei John, er entfernt sich halt jetzt von Geist und bin mal gespannt, welcher Teil seiner Persönlichkeit Sich damit entfernen. untergeht. Die Treue zu Daenerys wahrscheinlich. Das kann sein. Das wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, was wir auch noch erfahren, Goldie ist schwanger und zwar von Sam, der Schon Glückliche. wieder. Hat die Schlacht überlebt, hat eine Frau, hat einen Stiefsohn und bald ein eigenes Kind. Aber wir wissen nicht so richtig, bleibt Sam in Winterfell? Geht er woanders hin? Das erfahren wir nicht. Und Das er wurde geht nicht nicht mit gesagt, John. nee. Das fand ich ein bisschen überraschend. Ja, aber was soll Sam im Krieg? Ja, klar, ich meine, er muss jetzt nicht in der Schlachtlinie kämpfen, So aber. wie bei der Schlacht letzte Folge. Ja, aber da hat er mitgekämpft ordentlich. Er war ja auch ein Bruder der Nachtwache und Aber er deswegen. wurde mindestens dreimal von den Untoten überrannt. Ja, er hatte immer Glück, dass ihn niemand gerettet hat oder. Ja, er lag dann auf dem großen Leichenberg, ja. Aber auf jeden Fall, ich meine, wie Tyrion hätte er wie eine Art Hand, wie Davos auch eventuell als Berater mit John gehen können, aber okay, das macht er Ja. nicht. Vielleicht erfahren wir noch, wo er hingeht. So, jetzt wird's aber langsam spannend, Freunde. Und ich muss sagen, damit hätte ich in dieser Folge nicht mehr gerechnet. Ich dachte, das wird eine Folge der Erzählungen, eine Folge, die wieder ein bisschen, ja, alles ins Lot bringt, wo man sich von den Verstorbenen verabschiedet, neue Pläne schmiedet und das war's. Punkt. Das dachte ich, ist die Folge. Aber nein, die Folge hat mich tatsächlich überrascht, denn wir sehen Daenerys Flotte vor Drachenstein und Daenerys fliegt mit beiden Drachen vor Drachenstein, ist glücklich, ist wieder zu Hause angekommen und aus dem verdammten Nichts kommen einfach riesige Skorpionpfeile angeschossen und der erste trifft direkt Rhaegal und es kommt sofort ein zweiter und ein dritter und ich weiß nicht, sogar ein vierter noch hinterher und Der Rhaegal. vierte trifft aber, der zweite trifft Räger nicht, die anderen beiden schon. Ja, also auf jeden Fall, Rhaegal wird durchlöchert und richtig knallhart. Und Also wir der sehen war ja richtig schon sein. Er war verletzt. ja schon verletzt und geschwächt und wir sehen richtig sein Blut und er kann nicht mal wegfliegen, er kann nicht ausweichen, er kann nicht mal Feuer speien, er fällt einfach ins Wasser und knallhart, innerhalb von wahrscheinlich 10 oder 5 Sekunden, ist ein Drache tot. Ein Drache, der so viele Staffeln lang aufgebaut wurde, den John geritten hatte, der jetzt einfach tot ist. Das fand ich richtig krass. Und dann Game of sehen wir sie Thrones plötzlich, Moment. die Verantwortlichen, die große Flotte von Euron Greyjoy, die Naja, groß. beladen ist. Ja, sie waren nicht so groß tatsächlich, aber es waren Es waren, genügend glaube ich, Schiffe. nur 10 Schiffe oder Ja, so. aber die Schiffe waren riesig und hatten Skorpione. Alle hatten sie ohne Ende Skorpione auf ihren Schiffen und Vor haben. allem welche, die man irgendwie mit so einem Sessel von hinten bedienen konnte oder Das war so. richtig krass, ja. Und dann haben Ja. sie auf Daenerys natürlich geschossen. Sie wollten auch Drogon logischerweise töten. Und Daenerys, was macht Daenerys? Sie fliegt auf Euron zu. Sie fliegt immer weiter zu. Und ich dachte jetzt, was machst du, Daenerys? Was machst du? Flieg da weg. Mach's nicht. Oh Gott, was passiert jetzt? Also, ich muss sagen, da wurde gut Spannung aufgebaut. Ich dachte, Zum Glück, die wird jetzt nicht sterben. Die wird jetzt nicht sterben. ist Drogon agiler als seine Brüder. Ja, scheinbar ist er agiler. Ich dachte trotzdem, sie lässt noch irgendwie Dracarys regnen oder. Nein, sie entscheidet Ja, sich dann doch ich hatte dafür. auch so. Ich konnte es förmlich schon von ihren Lippen ablesen, Ja. bevor es. Sie hat ja was geschrien, aber nicht Dracarys, sondern das war so ein Wutschrei. Verdammt, ich muss jetzt ausweichen, ich kann jetzt keine Rache nehmen, weil gerade ist eines ihrer Kinder getötet worden. Da ist sie wie Cersei. Ja, warte mal, jetzt, wo ich es gerade sage, da ist sie wie Cersei, oder? Sie hat drei Ja. Kinder, Cersei hatte drei Kinder. Sie hat ihr erstes Kind verloren. Sie hat jetzt ihr zweites Kind Cersei hat ihr verloren. erstes Kind verloren. Also, ich sehe immer mehr Verbindungen leider, Freunde. Und sie war von Rache angetrieben und dann ist sie gerade noch so, um ihr letztes Kind sozusagen zu retten, davon abgewichen und hat sich zurückgezogen. Ja, toll, sie zieht sich zurück, aber ihre Flotte kann sich natürlich nicht so schnell zurückziehen. Und die Ich Grauf. dachte Ja. kurz, in dem Moment, wo Grauer Wurm zu Missandei sagt, steig ins Rettungsboot, dachte ich kurz, Euron schießt jetzt den Skorpion und durchlöchert Das damit Missandei. wow, das wäre krass. Das hätte aber auch zu Game of Thrones gepasst. Oh ja, Das wäre so ein richtig auch überraschender boah, Moment das wäre gewesen. vor allem extrem eklig Oh geworden. ja. Aber nein, er lässt die ganzen Skorpione auf die Flotte schießen. Ist natürlich vollkommen genial. Und die Und ganzen vor allem. Schiffe werden durchlöchert und zerstört.
Und alle müssen irgendwie über Bord gehen und sich retten nach Drachenstein. Tyrion springt auch über Bord. Ja, ich dachte mir, was macht er jetzt? Der läuft da einfach und zack. Ja, nicht mal in, das war einfach eine schöne Szene. Tyrion läuft so ganz gediegen und langsam ins über Wasser. Ja, und springt dann ins Wasser. Nicht mal ins Beiboot zu Missandei oder so, aber vielleicht ist es auch besser so, dass er einfach ins Wasser gesprungen ist. Denn alle, die wohl in ein Beiboot gestiegen sind, die haben es nicht so gut erwischt, nämlich Missandei. Dazu kommen wir später noch. Die wurde gefangen genommen von Euron Graufreud und der große Rest schafft es aber, in Drachenstein zu fliehen und ja, sich dort zurückzuziehen, weil ich meine, im Nahkampf waren die sicherlich dann den Truppen von Euron überlegen und sobald sie auf Land waren, auf Drachenstein, hätten sie sich auch gut verteidigen können. Deswegen hat Euron nicht mehr nachgesetzt, sondern ist dann wieder nach Königsmund geflogen. Und man muss an der Stelle wieder sagen, Euron, Graufreud und Cersei zusammen sind gute Strategen. Bessere Strategen als Daenerys, bessere Strategen als Jon und alle im Norden. Das ist ja nicht schwer. Also das haben sie auf jeden Fall gut drauf. Und meine Güte, das hat wieder Action reingebracht. Glaub aber, hätte Daenerys, sie ist ja den Pfeilen ausgewichen, den Skorpionen. Hätte sie dann noch, wäre sie dann noch weitergeflogen, hätte sie die Flotte vielleicht sogar zerstören können. Boah, das ist gefährlich. Da waren so viele Skorpione. Je nachdem, wie lange die Skorpione zum Nachladen brauchen, das haben wir ja noch nicht gesehen. Ja, aber das schien, ich weiß nicht, ich hab das Gefühl gehabt, nachdem, was wir wenigstens gesehen haben, wie schnell diese Schiffe durchlöchert wurden, ich habe das Gefühl, das geht relativ schnell. Also ich glaube nicht, dass das ewig dauert. Eventuell haben die so ein ganzes Magazin unten drin, ne, von den Pfeilen. Bei Qyburns Ingenieurstechnik könnte ich mir das gut vorstellen. Ja. Auf jeden Fall krasse Momente und Euron kommt wieder einmal, also er hat sich wirklich bewiesen, zurück zu Cersei, triumphierend mit Missandei. Und er erfährt von ihr und Qyburn, dass Cersei wieder schwanger ist. Höchst interessant. Höchst interessant. Das wird nämlich später noch versucht von Tyrion auszunutzen. So, ja, Cersei hat Missandei und Daenerys ist jetzt natürlich voller Wut, Rache. Sie möchte Missandei retten, sie möchte Rache für Rhaegals Tod. Langsam reicht es ihr einfach, dass Cersei ihr immer einen Schritt voraus ist und das ist sie tatsächlich. Und ihre Berater versuchen sie zu zügeln, vor allem Varys. Das ist jetzt nämlich der Moment, wo Varys sagt, ich muss offen sagen, das ist kein guter Plan, weil er weiß mittlerweile, dass Cersei das ganze Volk in den Roten Bergfried kommen lässt. Einerseits ist das sinnvoll für Cersei, weil sie so tut, als dass das Volk dann denkt, sie mag sie und möchte sie alle retten. In Wahrheit ist ihr das Volk vollkommen egal, aber sie nutzt es als Mietschild, als lebendes Schild und weiß genau, okay, da gibt es eine, also Daenerys wird nicht sofort den Roten Bergfried angreifen, wenn da Tausende sterben, oder wenn sie es tut und dann Cersei selbst stirbt, dann weiß sie wenigstens, dann wird Daenerys nicht mehr eine glückliche Herrscherin werden, weil das Volk sie hasst. So oder so, ja, gewinnt Cersei mit dieser Taktik. Und das weiß sie und das weiß auch Varys und er will natürlich das Volk retten, aber Daenerys scheint nicht auf ihn zu hören und Tyrion kann wenigstens noch sagen, lass uns wenigstens vorher dem Volk zeigen, dass wir ihr einen Ausweg zeigen, lass uns das Kapitulationsgesuch an Cersei richten. Und Cersei sagen, sie soll kapitulieren, damit wir einen Grund haben, ihre Burg abzubrennen. Ja, besser als nichts, sage ich mal. Das nimmt Daenerys gleich mal ein bisschen den Wind aus den Segeln, nur für kurze Zeit. Und bevor die dann da noch weitergehen, sehen wir dann auch nochmal ein Gespräch zwischen Varys und Tyrion. Und das ist auch ein krasses Gespräch. Denn da zeigt wieder eben mal Varys, dass er dem Reich dient, dem Volk dient, den Millionen von Menschen und keinem Herrscher. Das war schon immer so, das wird immer so sein. Und diesmal sagt sogar Varys, er wird jeden Preis dafür zahlen. Also er würde auch sein eigenes Leben scheinbar dafür hergeben, für das einfache Volk und für das Reich. Aber er spricht hier ganz offen von Verrat. Und nicht nur das. Und von Mord. Und von Mord. Also er sagt es zwar nicht so, aber sein Blick sagt 1000 Worte. Denn Tyrion, also sie reden natürlich beide wieder über Jon, dass der doch der bessere König wäre. Und Tyrion fragt, okay, also das eine ist wieder, wenn beide herrschen, und Varys sagt, nein, Daenerys ist zu dominant, das würde nicht klappen. Und dann sagt aber Tyrion, ja, aber was ist denn mit Daenerys, wenn Jon König wird? Und Varys schaut ihn an und jeder weiß, dass damit gemeint ist, sie muss sterben. Und das ist so krass, also auch wenn man für das Reich und für das Volk dient, so irre ist derzeit wenigstens, derzeit sage ich, ganz wichtig, Daenerys noch nicht, dass man sie so knallhart hintergehen kann. Und das sagt auch Tyrion, und da bin ich noch ganz bei Tyrion. Man kann die nicht einfach so verraten.
Man kann das über stimmt. andere Dinge nachdenken, Alternativen, aber nicht über Mord an seiner Königin, der man Treue geschworen hat. Das und Schlimmste, was in der Folge gestorben ist, sind die Loyalitätsgefühle von Bronn und Varys. Ja, das ist richtig. Also auf jeden Fall spitzt sich hier dieser politische Konflikt immer mehr zu. Und das ist auch Game of Thrones. Das gefällt mir richtig, wie schön das gemacht wird. Man fragt sich jetzt immer mehr, wer wird leben, wer wird sterben. Richtig. Im Norden, in Winterfell, erfährt Jaime, was im Süden passiert ist und dass Cersei einen Drachen getötet hat und Teile eben von Daenerys und dass Daenerys jetzt wahrscheinlich wütend ist und Königsmund angreifen möchte. Sansa ist schon ein bisschen traurig, dass jetzt die Cerseis Tod nicht mehr sehen wird, weil sie schon damit rechnet, dass Daenerys jetzt keine Chance mehr hat, weil sie so angreifbar ist. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Also Jaime reitet jetzt nach Süden, bricht damit Brienne ihr Herz, die ist richtig am Boden zerstört. Aber reitet jetzt Jaime nach Süden, um gegen Cersei zu kämpfen oder für Cersei? Weil, ganz wichtig, er sagt, Cersei ist ein Monster, aber er sagt auch seine schlimmen Taten, die er getan hat und dass er auch ein Monster ist. Und ich bin jetzt sehr verwirrt. Also er zählt nochmal auf, er hat einen Jungen aus dem Fenster geschubst, der ein Krüppel wurde. Er hat seinen eigenen Cousin getötet für Cersei. Wen meinte er? Er hat Schnellwasser jeden getötet. Wen meinte er da eigentlich? Das war in Staffel 2, glaube ich, wo er der Gefangene von Robb Stark war. Und da gab es nochmal kurzzeitig irgendeinen Lannister, einen unwichtigen Lannister. Lancel Lannister? Nein, nicht Lancel Lannister. Irgendein anderer Lannister. Der wurde mit ihm in dieses Gitter gesperrt. Ach, der? War das der von Robb Stark die Kapitulationsbedingungen aushandelt? Ja, genau. Okay, ich weiß, welchen du meinst. Ja, und der hat ihn ja für die Flucht genutzt, sozusagen. Oder das war sein Plan. Es war nicht sehr erfolgreich, aber ja. Genau, auf jeden Fall. Also und er sagt auch, bei Schnellwasser hätte er auch jeden getötet, nur für Cersei. Da zeigt er wieder, ja, Cersei ist ein Monster, aber er auch, weil er sie liebt. Also er weiß, dass sie ein Monster ist, aber ich weiß jetzt nicht, was denkst du, wenn er jetzt nach Süden reitet? Also ich habe schon die Hoffnung, dass er am Ende Cersei, also dass die Theorie, die ich habe und viele haben, dass die immer noch aufgeht. Dass er am Ende doch sich dafür entscheiden wird, Cersei zu töten. Aber wer weiß, vielleicht wird er auch am Ende Daenerys töten, wenn sie die ihre Königin wird. Ich bin mittlerweile, also Game of Thrones macht mal wieder alles offen. Ich weiß es nicht. Schon sagte, du kannst diese Serie nicht vorhersehen. Ja, aber wie würdest du jetzt das, was wir gesehen haben, interpretieren? Würdest du sagen, also, Jaime will jetzt wenigstens derzeit, das kann sich ja noch alles ändern, will er derzeit für Cersei kämpfen oder gegen Cersei? Ich glaube, Jaime reitet erstmal in den Süden, um überhaupt zu sehen. Um zu schauen, was los ist. Um die Wahrheit zu sehen. Ja. Wie Daenerys vielleicht reagiert, ob sie Königsmund angreift. Auch wie Cersei reagiert, weil er hat Cersei ja verlassen, weil sie geplant hatte, die Lebenden zu verraten. Hat sie ja gemacht. Weil sie halt nicht an die Bedrohung durch die Toten geglaubt hat. Ja doch, natürlich hat sie daran geglaubt. Sie hat einfach nur sie wollte halt genau warten, bis das passiert ist, was passiert ist, genau. Dass die Armeen des Nordens abgekämpft sind. Sehr erfolgreich, muss man sagen. Und sie eben in der stärkeren Position ist. Und genau das hat sie gemacht. Und Jaime ist ja eigentlich auch nur in den Norden geritten, weil er eben für die Lebenden kämpfen wollte. Und das hat er jetzt getan. Er hat ja nie wirklich Dany seine Treue geschworen. Das ist auch richtig. Aber also, er hat sich doch trotzdem von Cersei abgewandt. Ja, hat er. Aber ich glaube, es kommt drauf an, wen er jetzt als größeres Übel ansieht. Weil ich bin mir nicht, also ich glaube nicht, dass er Cersei noch offen unterstützt, weil er hat gesehen, wie grausam sie geworden ist, was sie daraus gemacht hat. Aber ich glaube auch nicht wirklich, dass er jetzt für Daenerys einsteht. Ja, vielleicht kommt er wirklich als neutraler Beobachter, schaut, was passiert und je nachdem reagiert er. Vielleicht er war ja auch derjenige, der einst den irren König getötet hat, als der Königsmund anzünden wollte. Und vielleicht will er auch erstmal mit Cersei und Daenerys oder Tyrion reden. Ja, das ist gut möglich. Aber ich glaube, und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, nachdem wir jetzt schon so viele Handlungskreise gesehen haben, die jetzt wieder enden, dass es auch wieder eine Wiederholung davon geben wird, dass irgendjemand Königsmund und dessen Bevölkerung bedroht. Und derzeit gibt es zwei Möglichkeiten, finde ich. Cersei und Daenerys. Daenerys könnte versuchen, mit ihrem Drachen alles niederzubrennen. Und Cersei, wenn sie eine Niederlage bevorsteht, das habe ich ja schon bei der letzten Folge gesagt, bei der letzten Besprechung, könnte alles mit Seefeuer vernichten wollen.
Und vielleicht ist Jaime wieder der Mann, der das Volk in Königsmund retten muss, wie schon einst vor der Vernichtung. Das würde gut zu Drachen ihm oder passen. Seefeuer. Genau, Drachen oder Seefeuer. Königsmund wird brennen. Das ist eine Möglichkeit. Wir werden sehen, ob das verhindert wird. Jetzt kommen wir aber zur letzten großen Szene, zu der auch noch ein bisschen was zu sagen ist. Nämlich, wir sehen wieder Königsmund. Daenerys steht vor Königsmund mit einer winzigen Abordnung aus Unbefleckten. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also, das waren echt nicht viele. Ja, ist ja eine diplomatische Ja, Konsultation, da muss man keine trotzdem. Armee Wenn da mitbringen. plötzlich eine Reiterhorde der Goldenen Kompanie rausreitet, wie man Cersei kennt, Die dann passen werden. gar nicht durchs Tor. Ja, so Stück für Stück. Das hätte schon geklappt. Und dann, also die wären dann tot. Also das war schon ein bisschen riskant, muss ich sagen. Naja, gut, Cersei kann man kann Cersei vieles sagen, aber sie ist nicht so dreist, eine diplomatische Konsultation zu unterbrechen. Na, ich Das hätte hat sie jetzt. beim. Das hat sie bei den Waffenstillstandsgesprächen nicht gemacht, das hat sie Ja auch gut, hier aber nicht. da hatte Also Daenerys noch zwei nicht. Drachen. Also die hätten Drei sie noch. beschützt. Nein, Ne, zwei. zwei, stimmt, zwei. Und hier gab es nur einen und sie hatten noch Skorpione. Also, ja. Ja, alle Türme voll mit denen. Also ich will gar nicht wissen, wie der Rest der Stadt Genau, das wollte ich aussieht. auch ansprechen. Also es gibt so viele Skorpione, das ist richtig krass. Also Vor allem davon, wir haben einen Skorpion vorher gesehen, einen. Und was der bewirkt in hat einem Wagen. mit einem Wagen. Und jetzt haben die waren fleißig, ganz einfach. Sie haben monatelang wahrscheinlich nur Skorpione produziert. Er wollte gerade sagen, wie viele hat Qyburn von denen bauen lassen? Unzählige. So, und jetzt kommt es zu einer coolen Szene, um das mal zu interpretieren. Tyrion, als die Hand von Daenerys, läuft auf Qyburn, die Hand von Cersei zu. Qyburn kommt auch aus der Stadt raus und wir sehen eine ja ein bisschen verwüstete Gegend oder eine ausgedörrte Gegend. Und ich muss sagen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet, liebe Zuschauer. Für mich ist Wild West. das wie eine Szene aus dem Wilden Westen. Man hört leicht die Musik, hört sich, finde ich, auch so ein bisschen Wild West-mäßig an. Die Gegend sieht aus wie im Wilden Westen und zwei Leute wie so ein Band, wie so ein Colt-Duell zwischen zwei Cowboys. Sie laufen aufeinander zu und dann ist halt bei denen nicht ihre Colts, nicht ihre Schusswaffen, die Waffen an sich, sondern ihre Worte, Ihre Zungen. ihre Zunge. Das fand ich richtig genial inszeniert. Das sind dann keine Revolverhelden, sondern Plappertaschen. Ja, also großen Respekt vor dieser Inszenation. Beide reden miteinander auf Augenhöhe. Tyrion sagt: Qyburn, du Naja, bist fast doch, auf Augenhöhe. ja, sehr lustig. Du bist doch ein intelligenter Mann, Qyburn. Du willst doch nicht, dass alle sterben. Aber er bleibt knallhart und sagt: Ja, wir können es auch das Blatt umdrehen und dann stirbt niemand. Und Auch ja, sie reden interessant, miteinander dass. und Tyrion merkt: Okay, bei Qyburn, da hat er keine Chance weiterzukommen. Das ist nur das Sprachrohr von Cersei. Er muss etwas Gefährlicheres wagen. Er Auch läuft nämlich immer weiter zum Tor, Tyrion. interessant, dass in der Konsultation die beiden Hände der Königinnen miteinander geredet haben. Ja, das habe ich ja damit gemeint. Natürlich, die Hände haben miteinander geredet. Das war ja dieses große Duell. Und dann auf Hände jeden Fall schütteln. läuft er weiter direkt vors Tor. Und ich habe kurz gedacht, okay, das ist Game of Thrones, jetzt wird's gefährlich. Es ist Game of Thrones. Die ganzen Bogenschützen haben die Pfeile angenockt. Und ich dachte mir, okay, Tyrion, das ist sehr riskant. Was machst du da? Er steht direkt vorm Tor und schaut zu Cersei hoch. Sie hebt schon die Hand und. Also ich wusste zwar, oder ich weiß zwar, wie sehr auch, also alle Tyrion lieben und George R. R. Martin, der wird den doch jetzt nicht einfach töten, aber ha, man weiß das George R. nie. R. Martin hat gar keine Kontrolle mehr über das, was die Stimmt, der hat ja gar vorbereitet keine. haben. Jawohl, ich glaube, über so wichtige Tode schon. Das hat er denen Ja, schon mitgeteilt. okay, gut, das kann sein. Aber ja, Aber trotzdem. trotzdem, Cersei hat in Staffel 7 schon oft genug gezeigt, wie oft sie hätte Tyrion töten Sie können und es hat's nicht nicht gemacht hat. gemacht, ja. Und übrigens, kleine Realismusanspielung meinerseits. Die Typen, die auf der Mauer stehen, die haben Bögen, die so groß sind wie englische Langbögen. Die kannst du nicht so lange in der Spanne halten. Das kriegst du nicht länger als 5 Sekunden hin. Wobei, waren die Die haben so das. groß? Ich habe nämlich das Ja, Gefühl die gehabt, die waren. waren nicht so riesig. So Naja, schwarz auch, oder? die waren auf jeden Fall halb so groß wie die selber. Und selbst so einen Kurzbogen kannst du nicht ganze 5 Minuten halten. Ja, das waren jetzt Oder nicht 5 Minuten. Die hat ja okay, nur dann die halt. hat die Hand gehoben und dann hat sie sie wieder runtergenommen und dann haben sie wieder losgelassen. Selbst ein starker Mann, so jemand wie, ja, wie der Bluthund vielleicht, der könnte den vielleicht für 1 Minute halten. Okay, ist ja Das ist halt gut. länger. Realismus-Check abgehakt. Danke. Auf jeden Musste Fall mal sein. redet dann Tyrion zu Cersei, nachdem die Pfeile wieder ausgenockt sind. Und er ja, sagt ihr, er appelliert an das Einzige, was sinnvoll ist. Da hat er, finde ich, vollkommen recht. Das ist mal wieder ein kluger Moment, weil es macht jetzt keinen Sinn, über Taktik, Politik zu sprechen.
das, die Rettung des Volkes. Bei Cersei zieht eigentlich immer nur eins, das sind ihre Kinder, und deswegen appelliert er, weil er sieht, dass sie schwanger ist, an ihr Kind, dass sie das Kind retten kann. Ja, auch vorher. Und sich selbst. Aber, also, ich glaube, also hat er wirklich gedacht, dass Cersei jetzt einfach rausspaziert und sich ergibt? Also bitte, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Es war doch klar, selbst für das ungeborene Kind, Cersei ist so weit gegangen, die wird sich da jetzt nicht ergeben. Aber auch interessant, in den ersten Folgen der 8. Staffel hat Tyrion total an Bedeutung verloren, hat auch einige dämliche Momente gehabt für ihn. Ja. Und jetzt in der Folge hatte das, finde ich, alles wieder weg, alles wieder wettgemacht. Ja, also auch ich hoffe auch, er wird jetzt wieder aufgebaut und hat wirklich noch ein paar schlachtentscheidende oder kriegsentscheidende Ideen oder Thronfolgeentscheidende Ideen. Also ich hoffe, da kommt noch was richtig Gutes von ihm. Dann würde er wieder wirklich mit Recht mein erster Lieblingscharakter sein. Also ist auf jeden Fall schön gemacht, schöne Rede, aber ja, Cersei reagiert einfach damit, ohne auf ihn mit Wort zu reagieren, mit Taten. Sie geht zu Missandei. Ich habe tatsächlich trotzdem kurz die Hoffnung gehabt, irgendwie, sie lässt Missandei gehen. Ich weiß nicht, wieso ich die Hoffnung hatte. Einfach weil es Game of Thrones ist und ich dachte, sie macht jetzt nicht das, was jeder erwartet, sondern lässt sie gehen oder so mit einer Botschaft, keine Ahnung. Oder sie macht es wie Ramsay. Ramsay hätte Missandei gehen lassen und ihr dann kurz vor Daenerys einen Pfeil verpasst. Das wäre Ramsay Bolton gewesen. Ja, aber Cersei kann nicht Bogen schießen. Ja, sie hätte das natürlich jemand anderen machen lassen können. Aber nein, sie macht das Offensichtliche. Sie sagt, einen Skorpion in den Rücken gekriegt. Ja, so ein Skorpion. Boah, das wäre krass gewesen. Aber sie sagt das Offensichtliche. Wenn du noch letzte Worte hast, dann sprich sie jetzt. Missandei sagt Dracarys und damit gibt sie sozusagen Danny eigentlich ihren Ratschlag, ihren letzten Ratschlag, der eigentlich nicht so gut ist. Denn ihr letzter Ratschlag ist, verbrenn alles eigentlich, mehr oder weniger. Verbrennen sie alle. Ja, also jetzt nicht so hart, aber greif an, sei stark, bleib hart. Dracarys, schön ausgesprochen auch mit ihrem Akzent. Oder ja, sie hätte eigentlich keinen Akzent, aber mit ihrer Sprache. Das hat für mich auch so ein bisschen nach valyrischer Aussprache geklungen. Genau, so ein bisschen hat sich angeklungen. Weil also, Missandei ist ja so ein Sprachtalent. Und wir nehmen Abschied von einer Charakterin, die wir von Anfang an kennen, von Missandei. Der Berg, der richtet sie mit dem Schwert, köpft er sie und wir sehen richtig die Emotionen. Grauer Wurm hat von Anfang an ein Gesicht verzogen, hat von Anfang an Wut und Hass und am Ende stirbt sie und er ist halt völlig verloren, stürmt leicht nach vorne, genau wie Daenerys. Auch in Daenerys' Blick sieht man, die ist richtig fertig mit den Nerven und richtig traurig. Mich hat der Tod jetzt nicht so getroffen. Erstens, weil ich nicht wirklich was für Missandei übrig habe und zweitens, weil ich leider schon vorher davon wusste, weil ich gespoilert wurde. Ja, das ist immer sehr hart. Deswegen, ich habe keinen Respekt vor Leuten, die spoilern, ganz im Gegenteil. Aber gut, ich war jetzt nie... Klar, ein totaler Fan von Missandei, aber ich fand es jetzt auch nie so uninteressant wie vielleicht andere Charaktere. Also so. Ich finde, das einzig Wichtige, was sie in meinen Augen gemacht hat, war, dass sie die Prophezeiung von Melisandre ins Doppeldeutige gebracht hat, dass der Prinz, der verheißen wurde, auch eine Prinzessin sein kann. Sie war Daenerys eine gute Freundin und ich fand sie freundlich, nett, sympathisch einfach. Und schade, dass sie gestorben ist, aber ich hab's euch gesagt, vor Folge 3 habe ich gesagt, das nimmt kein gutes Ende. Ich hab's zwar ein bisschen anders mir gedacht, ich dachte in Folge 3 sterben Grauer Wurm und Missandei, aber mir war vollkommen klar, nachdem die sich so ihre schöne Zukunft zurechtgelegt haben auf den Sommerinseln, musste mindestens einer von ihnen sterben. Ja, ich dachte auch, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Grauer Wurm auch noch sterben wird, um zu Missandei ins Jenseits zu kommen. Ist natürlich jetzt sehr hart für Grauer Wurm und Grauer Wurm ist jetzt auf Danny-Kurs. Absolute Rache. Grauer Wurm wird jetzt alles tun, was Daenerys sagt. Er wird jetzt wahrscheinlich Kinder abschlachten, nur um irgendwie Missandei zu rächen, um gegen Cersei anzukommen. Also ich glaube, der ist so richtig getriggert jetzt und will unbedingt Rache für Missandei und Daenerys auch. Also, ich will nicht wissen, was da jetzt kommt. Also das wird jetzt richtig gefährlich für alle Beteiligten und riskant für Daenerys, aber auch für das Volk von Königsmund. Die Szene, wo Danny jetzt weggeht, kann ja nur eigentlich vermuten lassen, dass sie jetzt auf Drogon steigt. Das wär ziemlich dämlich, aber naja. Ja, mit den ganzen Skorpionen. Also ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellt. Also keine Ahnung. Wir haben gesehen, wie gefährlich die sind. Keine Ahnung. Also ich kann jetzt auch tatsächlich nicht voraussagen. Wird sie direkt einen Angriff machen? Wird sie doch noch warten, bis vielleicht Jaime noch kommt? Ja, sie wird wahrscheinlich auf Jon warten.
die ein, zwei Wochen oder so. Jetzt wird sie eine Belagerung machen, auf Jon warten und dann gibt es... Mit diesen 20 Unbefleckten. Genau, dann gibt es ein wichtiges Gespräch zwischen ihr und Jon. Tyrion wird bestimmt auch nochmal mit denen reden. Wer weiß, ob Varys schon einen Umsturz plant. Jaime wird kommen, wird auch noch mitreden wollen. Wer weiß, ob wir Bronn nochmal sehen, keine Ahnung. Vielleicht sehen wir einen neuen Lord von Dorne, der dazukommt. Vielleicht Asha könnten wir wiedersehen. Oder die kommt erst im letzten Moment bei einer wichtigen Schlacht. Wäre auch denkbar. Keine Ahnung. Also da ist jetzt gefühlt wieder alles offen, alles möglich. Meine Voraussage ist doch so langsam, dass Daenerys sterben wird in der Serie noch. Mhm. Und immer mehr so ein bisschen zu ihren Königin wird, wie auch Cersei. Da zeigen sich Ähnlichkeiten, wie ich schon vorhin sagte, mit zwei Kinder sind gestorben, das dritte Kind eventuell könnte noch durch einen Skorpion sterben, man weiß es nicht. Cersei hatte ja sogar vier Kinder. Vier? Ihr erstes, was sie mit Robert verloren hat. Ach, stimmt. Ja, gut, dann hat sie theoretisch fünf Kinder, weil ihr Kind mit Jamie hat sie ja auch verloren, aber... Drei, die gelebt haben, als wichtiges. Ich mache jetzt meine Theorie nicht kaputt. Auf jeden Fall, ich finde, es passt immer noch nicht so hundertprozentig, dass Daenerys so die richtige Irre-Königin wird. Ich habe immer noch, ich weiß nicht, so ein Fünkchen Hoffnung habe ich noch. Ich glaube immer noch an Dany. Ich habe Dany geliebt, ich bin ein großer Fan von ihr. Das kann jetzt nicht sein, dass sie sich so knallhart verändert. Ich hätte immer noch die Hoffnung, dass sie irgendwie auf den Thron verzichtet, zugunsten von Jon, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, das wird kein schönes Ende nehmen und außer für Jon. Also ich glaube, am Ende wird Jon den Thron besteigen. Und Tyrion errichtet eine Demokratie. Ja, das ist auch noch eine Möglichkeit, aber oder so ein Mischweg. Jon sagt, ich werde jetzt 10 Jahre regieren und alles für den Weg einer Demokratie ebnen oder so. Kann aber das sein. Ich glaube, das würde nicht zur Serie passen. Die haben jetzt Jon so lange aufgebaut und das große Geheimnis, Aegon, der große König, der Nachfolger, der rechtmäßige King. Ich glaube, der wird am Ende draufsitzen und das war's dann. Es wäre zwar jetzt nicht das Überraschende, was typisch für Game of Thrones ist, aber es wäre passend, mehr oder weniger. Preview von Folge 5 lässt davon nichts verlautbaren. Ja, wehe, du sagst irgendwas. So, ich sag nichts. Ja. Was ich noch abschließend sagen möchte, sehr schön, wir sehen im Abspann von Folge 4, oder nicht wir sehen, wir hören im Abspann von Folge 4 das Drachen-Theme, was wir eigentlich von Daenerys kennen. Und ich glaube, das wird aber zu Ehre von Missandei gespielt, weil Missandei jetzt gestorben war und am Ende hören wir dieses Drachen-Theme. Weil am Ende, Daenerys hat ja nicht triumphiert oder irgendwas Tolles gemacht, sondern sie hat eigentlich verloren, kurze Zeit. Und das eine ist jetzt meine Theorie, dass jetzt dieses Drachen-Theme, dieses Musikstück nochmal für Missandei zu ihren Ehren gespielt wird, als auch eine Drachen-Anhängerin. Oder es wird natürlich für Daenerys gespielt, die jetzt was vorhat, mit ihrem Drachen zu machen. Die zwei Möglichkeiten gibt's. Ich denke eher an Missandei, damit ist es ein schönes Gedenken nochmal an die Charakterin. So, aber wir haben jetzt wieder sehr lang gesprochen. Für jeden, der bis jetzt zugehört hat, finde ich sehr cool, ist sehr stark von euch. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer wirklich bis zum Ende zugehört hat und wie eure Gedanken zu dieser Folge 4 waren und wie ihr denkt, wie es ausgehen wird. Wie wird The Game of Thrones enden? Was sind eure Gedanken, eure Theorien? Keine Spoiler bitte zur Preview von Folge 5 oder irgendwas, was ihr irgendwie erfahren habt. Lässt nichts verlautbar. Sondern nur eure eigenen Ideen und Gedanken, die lese ich mir gern durch und da antworte ich auch gern. Und ihr könnt auch gerne auf meinem Discord kommen und da mit mir über Game of Thrones schreiben. Link in der Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn es euch gefallen hat, dieser kleine Podcast, diese kleine Diskussion über einen Like, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr den Kanal abonniert, um kein Video mehr zu verpassen, regelmäßig zu Game of Thrones. Das ein oder andere Quiz auf jeden Fall in Zukunft, die ein oder anderen Computerspiele mit Game of Thrones. Wo wir auch ein bisschen in den Strategiebereich gehen. Ja, das war's auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Gaius Julius Caesar und Valar Morghulis. Valar Doheris.